So, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Let's Play. Heute Folge 7. Und ja, ich habe da noch mal ein bisschen was verändert. Ich habe noch mal die Lautstärke ein bisschen runtergestellt, damit man mein Gequatsche besser verstehen kann. So, bitte einmal Vollbild, danke. Okay. Ups, da. Okay. Ah. Sehr schön. Okay. Wie sind unsere Stats? Wir haben einen Orden, wir haben 8 Pokédex. Sehr schön. So. Genau, wir hatten bereits den Pipi gefangen. Pipi wird zwar leider nicht in unserem Team bleiben, aber zumindest schön ist zu haben. Ja, ich möchte mich in unserem Team wirklich hier auf Metbo und Topsy konzentrieren und ansonsten halt auch die anderen 4. Zum einen halt, weil Topsy und Metbo die einzigen, ich sag jetzt mal, nicht Standard-Pokémon sind, die ich persönlich am meisten feiere. Außerdem sind sie auch die beiden, die in dem Pokémon-Anime, ne, von Ash als erstes gefangen werden. Tja, und Piepsi hat zwar ein paar gute Attacken, aber ganz ehrlich, alles was Piepsi kann, kann später Glurak auch, zum Beispiel. Also von der Stärke her. Von daher wäre Piepsi zwar eine gute Wahl, ist aber nicht so wichtig wie Topsy und Smetbo. Weil Topsy brauchen wir so oder so wegen Fliegen. Und ja, Smetbo ist halt der Ficker, wenn es um Konfusion geht. Weil Smetbo ist halt Typ Käfer. Das heißt, wenn wir dann später gegen andere Psycho-Pokémon kämpfen, haben wir einen Typenvorteil. Ja. So, back to the Höhle. Genau, gegen die haben wir schon gekämpft. Da kommt wieder ein Zubat. Pikachu, vor, noch ein Tor. Yay. Einmal Donnerschock und das Ding hat sich erledigt. Sehr schön. Digga, direkt das nächste. Ja, komm. Hier einmal draufhauen und dann ist aber feiern hier. Ich muss unbedingt drauf achten, ne? Und Donnerschock ist zwar One, ne? Also damit erledigen die Gegner quasi sofort. Aber wir haben halt immer nur 30 AP dafür. Das heißt, wenn ich jetzt die ganze Zeit irgendwelche Zubats bekämpfe, ja, dann haben wir später weniger für die anderen Trainer, wo wir ja kämpfen müssen. Deswegen tausche ich hier am besten mal und lass auch mal hier ein paar andere trainieren. Zum Beispiel Smetbo, der gerade mal Level 13 ist. Du mit deinem hässlichen Blutsauger, Alter. Die Attacke ist nicht effektiv. Smetbo hat KP verloren. Er kommt jetzt. Wir sind 4 Level über ihn, da sollte das funktionieren. Sag ich doch. Volltreffer. Sehr schön. Beide bekommen 34 EP. Kann man machen. So, in der Leiter waren wir schon drinnen. Das nächste Zubat. Was ist denn hier los? Ein wildes Zubat. Nein. Los, Metbo. Und? Achso. Hä? Greif doch mal an. Ah, sehr schön. Okay, wir brauchen also nicht mal einen Volltreffer, um ihn mit einem Schlag zu erledigen. Das ist sehr schön. Ich meine, gut, wir sind doch schon 4 Level über ihm. Also, ne? Von daher hilft das auch gewaltig. Aber trotzdem schön. Level 8. So, wie man mit dem Blutsauger. Ich glaube mal ganz ehrlich, solange bis wir nicht vor einem Trainer stehen, nehme ich am besten mal Smetbo nach vorne. Dann bekommt Smetbo auch die ganzen KP. EP. So, dann kommst du mal nach vorne. Für Smetbo reichst du vollkommen aus. So, in dem Ding waren wir auch schon drinnen. Ich guck mal ganz kurz. Da müssten wir bereits drin gewesen sein. Ja, komm.
Genau, das war nämlich dieser super Kurz-Ding. Genau, genau. Den Beach habe ich auch schon gekämpft. Sehr gut. Oh, schon Level 11. Halleluja. Na schon, wirst du auch schaffen. Und scheiß die Wand an. Ach, Superschall. Ah. Ach scheiße, mit Superschall greifen wir uns ja selber an. Ah, war klar. Ah. So, jetzt aber mal richtig hier. Kriegt das Fisch den Arsch voll. Oh, 84 EP. Wenigstens etwas. Wenn wir schon Damage davon tragen, kriegen wir wieder... Oh, da ist ein Trainer. Halt, erstmal wieder Pokémon zurückwechseln. Trainer machen wir mit Pikachu, einfach weil es stärker ist. Du bist auch auf Forschungsreise? Ja, eher weniger. Eigentlich bin ich eher auf Durchreise, aber... Außerdem siehst du nicht gerade aus wie ein Forscher. Teenager möchte kämpfen. Teenager setzt Radfratz ein. Wie kann man sich einen Radfratz holen? Die Viecher sind die hässlichsten Pokémon der Welt. Also eine der hässlichsten Pokémon der Welt. Aua. Gut, man muss dazu halten, dass sie dafür ganz schön viel Damage machen, aber trotzdem würde ich mir so einen Radfratz nie in mein Team holen. Pikachu hält 121 EP. Noch ein Radfratz. Egal, wir bleiben bei Pikachu. Und wetten, das nächste Pokémon ist auch für ein Radfratz. Das ist genau das, was ich meinte. Diese beiden Haupttypen. Einmal, wo die sich immer entweder abwechseln. Yeah, Volltreffer. Oder immer das gleiche Pokémon benutzen. Ah, Zubat. Okay. Nein, möchte ich nicht wechseln. Zubat sollten wir klein bekommen. Auch ohne Volltreffer. Die Attacke ist sehr effektiv. Also finde ich aber sehr schön. Yay, Pikachu recht, Level 19. Ist doch gar nicht mal so schlecht. So, admit, ich habe verloren. Ich gewinne 150 Yen. So, was ist hier? Oha. Da oben ist ein Trainer. Hier wollte ich eigentlich doch gar nicht rein. Bitte gehen Sie weg. Ich wollte eigentlich da oben hin. Ash findet Mondstein. Ja, leck mich am Arsch. Mondstein könnten wir zum Beispiel verwenden, um Pipi hochzuleveln. Das macht aber gar keinen Sinn, weil Pipi lernt später noch neue Attacken. Starke Attacken. Wenn wir es aber weiterentwickeln, die Weiterentwicklung erlernt keine Attacken mehr. Das heißt, das wäre das Dümmste, was man machen kann, weil dann müsste man nämlich Pipsi alle Attacken manuell erlernen. Und dazu bräuchte man A, erstmal die ganzen TMs dafür. Und B, ist es einfach eine Verschwendung. Da lassen wir es einfach auf Pipi und dann macht es halt Pipi. Was? Digga, bei manchen Pokémon fragt man sich echt, wie kann man denen solche Namen geben? Ich meine, jetzt mal no joke. Wie kann man auf die. Darf die da alle am runden Tisch und dann. Jo, wir haben ein Pokémon, wir wissen nicht, wie wir es nennen. Und dann hat einer gesagt, ey, ich muss mal kurz Pipi. Ja, das ist ein guter Name. Den Namen nehmen wir. Jetzt mal ernsthaft. Das gibt's ja gar nicht. Hilfe! Überfall! Ach, du bist ja nur ein Kind. Naja, ein Kind, das dir gleich in den Arsch treten wird. Wanderer möchte kämpfen. Was macht ein Wanderer in der Höhle? Wanderer gehören auf die Wiese. So, ein Kleinstein. Da haben wir relativ Arschkarte mit einem Elektro-Pokémon. Da wechsle ich mal doch zu Smetbo. Level 10 sollten wir locker schaffen. Ja, diese zieht uns gerade mal 5 Punkte ab. Das ist ja ein Witz. Oh Mann, du. Trotz Volltreffer wird noch was übrig. Scheiß die Wand an. So, Kleinstein wäre weg. Kleinstein wurde besiegt. Pikachu erhält 91, Smetbo 91. Sehr schön. Wanderer wird noch einen Kleinstein in den Kampf setzen. Gut, dann wechseln wir nicht. Dann bleiben wir bei Smetbo direkt. Und machen direkt nochmal Konfusion. Diesmal leider kein Volltreffer. Schade eigentlich. Los, Smetbo, du musst es durchhalten. Du musst es schaffen. Du musst überleben. Yay! Kleinstein wurde besiegt. Smetbo erhält 183. Smetbo erreicht Level 14. Ja, leck mich am Arsch.
So, Smetpo versucht Stachelspore zu erlernen. Stachelspore. Gibt es irgendwas, was nicht so gut ist für Stachelspore? Wir haben Konfusion, wir haben Fadenschuss. Giftpuder bleibt auf jeden Fall drin, genauso wie Konfusion. Ich habe bei Fadenschuss und Tackle. Ich sag mal, wir nehmen am besten mal Tackle raus, weil ne, Tackle passt zum Schmetterling sowieso nicht. Ich meine, wenn so ein Schmetterling gegen so ein, weiß nicht, gegen so ein Onix fliegt, das juckt den wahrscheinlich nicht mal. Von daher, machen wir mal Tackle raus. Passt nicht. Und dafür lieber Stachelspore. Stachelspore, ich weiß gerade nicht, was es macht, aber es paralysiert, glaube ich, nur. Wanderer wird, da siehst du, wo wir gerade von Onix gesprochen haben. Onix in den Kampf schicken. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nein. Wir bleiben bei Smetbo und hoffen, dass er damit fertig wird. Konfusalion. Ah, wow. Volltreffer und Onix ist platt. Sehr schön. Onix wurde besiegt. Smetbo erhält 231. Sehr schön. Wow. Du hast mich total überrumpelt, Digga. Du hast mich angesprochen. Ich gewinne 350 Yen. So, genau. Das Item da oben haben wir schon. Hier war nichts. Gut, dann gehen wir jetzt tatsächlich mal runter und speichern ein bisschen auch gleich mal ab. Wobei, vielleicht sollten wir auch erstmal wieder zum Pokécenter gehen. Ne, Smetbo zum Beispiel ist mittlerweile schon ganz schön lidiert. Oder wir lassen mal wieder Taubsi ein bisschen kämpfen. Die Sache ist, Taubsi bringt sowieso nicht allzu viel. Also auch im späteren Spielverlauf kann ich mir nicht vorstellen, weil Taubsi ist halt Typ Normal. Und Typ Normal ist halt so das Nutzloseste, was man eigentlich haben kann. Daher bräuchten wir Taubsi halt nur für Fliegen. Und ganz ehrlich, da braucht es kein hohen Level haben. Pipi kommt später wieder raus. Gut, wir bleiben erstmal bei Pikachu. Wir wechseln aber doch mal wieder zu Smetbo, weil wir ja hier wahrscheinlich wieder auf wilde Pokémon treffen. Vornehmlich. So. Ja. Wenn man vom Teufel spricht. Und ein Zubat. Los, Smetbo! Zeig ihm, was eine Arschkarte ist. Oh ja. Volltreffer. 70 EP geht tatsächlich. Siehst du, wie geht's eigentlich unserem Pikachu? Oha. Ja, Pikachu fühlt sich anscheinend wohl. Das finde ich sehr schön. Und hier ist eine Treppe. Okay, da geht's nicht weiter. Interessant. Oha, da ist ein Team Rocket. Hallo! Gehe erwachsen nicht auf den Wecker, du Nervensäge! Team Rocket möchte kämpfen! Team Rocket setzt Radfratz. Alter, Spieler Radfratz hier! Pikachu! Einfach mal! Du weißt, was du zu tun hast! Tackle! Ja, macht immerhin 8 Schaden. Das ist gar nicht mal, ne? Wie gesagt, Ratfratz ist halt leider relativ starkes Pokémon, was Normalattacken angeht. Und da merkt man halt auch schon, wie schwach Pikachu relativ gesehen ist. Ich meine, Pikachu ist halt ein schönes Pokémon und so, aber machen wir uns nichts vor. Von allen vielen Starter-Pokémon ist Pikachu definitiv das Schwächste. Team Rocket wird Zubat in den Kampf schicken. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nein. Donner Short. So, sehr schön. 150 EP nochmal. Ja gut, Team Rocket zu besiegen ist ja jetzt auch nichts Besonderes. Ich meine, jeder, der den Anime geguckt hat, ne, der weiß, wovon ich rede. Ja. Oha. Ein Paras. Holen wir uns ein Paras? Einfach so, damit wir es mal haben oder so? Habe ich Tackle? Ich habe Ruxoki. Mal gucken, ob sie überlebt. Wenn ja, können wir sie einfach mal. Ja, siehste, funktioniert. Stachelspore hat keine Wirkung. Haha. Pokéball. Ich meine, wir haben noch 4 Pokébälle, warum sollen wir die nicht einsetzen, gell?
Yay, wunderbar. Fahrrad wurde gefangen. Neuer Eintrag kaputt gedeckt. Ja. Lalala. Spitzname brauchen wir auch nicht. Sehr schön. So, was kann denn Paras alles? Status? Kratzer und Stachelspore. Naja. Egal. Wir haben es gefangen. Jetzt kann niemand sagen, dass ich keine Pokéball. Dass ich keine Pokébälle fange. Oh, okay. Ich dachte eigentlich, Paras ist selten, aber jetzt kommt direkt das nächste. Scheint wohl auch nicht so selten zu sein. Wollten wir nicht eigentlich aufs Metro wechseln? Fällt mir gerade mal so ein. Au! Ist nicht effektiv. Okay, wir sollten definitiv zu Metro wechseln. Ja, und ich glaube, wir sollten auch doch nochmal zum Pokémon Center gehen. Irgendwie sehen unsere Pokémon nicht mehr ganz so fit aus. Oha. Okay, Paras ist tatsächlich etwas. Gut, Giftpuder bringt garantiert gar nichts. Da dürfte Paras gegen resistent sein. Das heißt, wir müssen tatsächlich Paras versuchen, hier anderweitig zu anderweitisieren. Paras wurde besiegt. Smetbo erhält 65 EP und wir gehen tatsächlich doch nochmal zum Pocket Center. Das wird mir da tatsächlich gerade ein bisschen zu gefährlich hier. Ja. Wir wollten ja wechseln. So. Also, man kann schon sagen, was man möchte. Auch wenn damals diese... Ich weiß nicht, viele Leute sagen, so Chiptune-Musik ist das längste überhaupt, aber ganz ehrlich, Chiptune-Musik ist, finde ich persönlich, das Allergeilste, was man überhaupt haben kann. Erstens ist die Musik relativ schön gemacht von der Grundmelodie und vor allen Dingen, weil die halt so simpel ist, kann man da halt auch gut mitsingen. Oder mitsummen. Gesang ist ja nicht viel. Ja, was sollen jetzt die ganzen Sandarms? Die könnte ich mal hier getrost verpissen. Sandarm brauchen wir wirklich nicht. Wenn jetzt noch eins kommt, dann hau ich den aber bei einer rein. Ah, geht doch. Yay! 61 EP. Sehr schön. Hallo, liebe Schwester. Bitte heilen Sie meine Pokémon. Dankeschön. So, wie sieht es eigentlich gerade mit unserer Tasche aus? Haben wir hier, wir haben ja eine Menge eingesammelt. Wow. TM12 und TM34. 1, 2, 3, 4. Interessant. Sonderbau, Fluchtseil, TM1. Mega-Hieb. Ja. Aquaknarre brauchen wir auch noch nicht. Geduld brauchen wir jetzt echt nicht. Okay, wisst ihr was? Ich pack mal ein bisschen Scheiß auf unseren PC. Er schaltet den PC ein. Dann können wir auch gleich mal unsere Pokémon ablegen. Pokémon ablegen. Einmal Pipi. Und einmal Paras. So, und dann verbinden wir uns mal zu unserem PC und Item ablegen. Trank nicht, Karte nicht, Pokéball auch noch nicht, TM, ja. Wenn wir es eh nur einmal haben, warum fragt er uns denn, wie oft wir es ablegen wollen? Ja, garantiert nicht zweimal. Ernsthaft jetzt. So, KP Plus, Sonderbonbon brauchen wir auch noch nicht. Fluchtseil brauchen wir jetzt echt nicht.
TM1 brauchen wir auch noch nicht. Mondstein brauchen wir auch noch nicht. So, alles andere können wir erstmal mitnehmen. Ein Glück hat mein Rechner eine 3 Terabyte Festplatte, da können wir ein paar Items draufpacken. Der wird nicht so schnell voll. Und einfach mal speichern. So, jetzt haben wir ein paar schöne, ne? Pokémon. Und dann würde man sagen, gehen wir mal los. Hoffentlich ist die Höhle nicht mehr allzu lang. Und wie gesagt, am besten bei Pokémon Center lieber zu oft hingehen als zu selten hingehen. Weil, wie gesagt, Pokémon Center heilt ja nicht nur die Verletzung unseres Pokémons. Oh, erreicht Level 15. Smetbo versucht Schlafpuder zu erlernen. Ja, leck mich am Arsch. Kann ich mehr für Attacken erlernen? Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Ja. Machen wir mal ein bisschen Dreck Fadenschuss weg. Fadenschuss vergessen und erlernen Schlafpuder. Ist definitiv die bessere Alternative. So, nee, was ich sagen wollte ist, wie gesagt, Pokémon Center heilt ja nicht nur die Verletzungen unserer Pokémon, sondern vor allen Dingen halt auch unsere AP. Und gerade hier Höhlen, wo man nicht weiß, wie lang die Höhlen noch werden, beziehungsweise gegen wie viele Pokémon noch kämpfen muss, sollte man doch schon auf seine AP achten. Sonst bringt einem die stärksten Pokémon nichts, wenn die nicht mehr kämpfen können. Das ist so ziemlich das Dümmste, was einem passieren könnte. Los! Zubat! In den Arsch! So, hier haben wir auch schon geklärt. Genau. 77 EP. Sehr schön. So, genau. Den Typen haben wir schon. Der Omnia-Typ. Kommen wir an den noch ran? Ha. Sehr verwinkelt, die ganze Kacke hier. Volltreffer, die Attacke ist sehr effektiv. Subat wurde besiegt. 84 EP. Sehr schön. Oh. Nein, nicht selbst verletzen. Warum tust du diese? Aua. Der tut doch weh. Okay, jetzt einmal rundherum. Interessant. Ach! Kann es sein, dass es darum ist, dass wir gegen den Typen da schon gekämpft haben? Das würde halt voll Sinn machen. Das ohne Leiter. Ha, verrückt. Kleinstein. Holy shit. Achso, ja gut. Wir haben ja zum Glück kein Pikachu, sondern nur ein Smetbo. Von daher dürften wir gegen Kleinstein kein Problem haben. Smetbo erhält 135. So, wo sind wir hier? Ah, egal. Stopp! Hände weg! Wer zuerst kommt, mal zuerst. Mhm. Die Fossilien gehören mir. Wer ist denn dieser mir? Was sieht denn der aus? Streber möchte kämpfen. Oha. Slimer. Oh, wir haben noch Smetbo. Lass mal Pikachu ran. Donnerschock. Mal gucken, wie viel das bringt. Ja, ja, noch einmal angreifen, dann ist er weg. Sehr schön. Slammer wurde besiegt. Smetbo erhält 100. Achso, ja, Smetbo erreicht Level 16. Pikachu hält 115 und bekommt gar nichts. Streber wird Voltobar. Du Kacke. Voltobar ist ja auch Elektro. Egal, wir bleiben bei Pikachu. Und probieren mal Ruckzucki. Ich meine, wir sind 5 Level über ihm. Das könnte scheiße. Kreideschrei, Alter.
Hauptsache kein Finale. Dafür sind ja diese Voltoballs bekannt. Voltoball wurde besiegt. Pikachu erhält 270. Ist gar nicht mal so schlecht. Smogon. Möchtest du Pokémon wechseln? Nein. Da nehmen wir wieder Donnerschock. Das klingt realistisch gut. Oha. Aua. Egal, wir bleiben bei Donnerschock. Tackle. Aua. Macht der Viech auch noch einen Volltreffer hier, ich glaub's ja. Smogon wurde besiegt. Pikachu 200. Na gut, 300. Und wir haben Level 20 erreicht. Sehr schön. Gut. Damit bekommen wir Slam. Die Frage ist, brauchen wir Slam? Donnerschock, Ruckzuckieb, Rutenschlag, Donnerwelle. Also die beiden unteren Attacken, die sind relativ useless, weil die auch nur Statusveränderungen verursachen. Aber Slam ist auf jeden Fall besser als Ruckzuckieb. Ist quasi deren Ersatz, soweit ich weiß. Von daher könnten wir das auf jeden Fall überschreiben. Machen wir am besten auch mal. So, Ruckzuckieb vergessen und lernt Slam. Gut, den Streber haben wir schon mal ordentlich gestrebt. Na gut, ich gebe dir 1 ab. Ash gewinnt 300 Yen. Möchtest du das Helix? Ja, komm hier. Helix Fossil, immer ja damit. Okay, dann wird das hier mir. Was ist, wenn ich beide haben möchte? Können wir nochmal kämpfen? So. Bleib auf der Stelle stehen. Nani? Oh my wow. Das Fossil gehört Team Rocket. Gib lieber auf und bekämpfe uns nicht. Na, wenn das mal nicht Misty und Rocco. Rocco, klar. Misty und. Wie heißt der andere Typ? Egal. Team Rocket auf jeden Fall. Wisst ihr schon. Retter. Ah, die haben wahrscheinlich die gleichen Pokémon wie im Anime. Dann nehmen wir am besten mal. Ah, wir haben ja noch Svetbo. Upsala. Egal, wir bleiben jetzt auch bei Smetbo Pikachu schon ganz schön lidiert. Da gehen wir danach lieber erstmal ins Pokémon Center. Och nein, nicht Wickel. Ja, okay. Gut, dann wechseln wir halt doch zu Dings der Boomster. Pikachu, ich will dich. Tja, Silberblick war dumm von dir. Jetzt kann ich dich nämlich angreifen. Aha. Upp, weg bist du. Rettern wurde besiegt. Beide erhalten 93. Wie Mauzi. Möchtest du wechseln? Nein. Team Rocket setzt Mauzi ein. Ach, scheiße. Aua, bis. Oha. Also einmal schaffen wir noch. Aua, außer er hat jetzt Crit. Obwohl, wir erledigen ihn sowieso. Von daher. Ein erledigtes Raupi. Mauzi, genau. Ein erledigtes Mauzi kann auch kein Volltreffer landen. Team Rocket wird Smogon in den Kampf schicken. Möchtest du wechseln? Nein. Dass Smetbo leider paralysiert ist. Oder nicht paralysiert, sondern. Obwohl, eigentlich müsste ja der Status jetzt weg sein, da ja, ne? Rettern ja gar nicht mehr da ist. Na komm. Bitte Volltreffer. Nein! Aua! Egal, einmal schaffen wir noch. So schnell wie das Licht, gib lieber auf und bekämpf uns nicht. Ist das der Ausgang? Oh Gott, bitte sei der Ausgang. Yay! Gut, dann speichern wir mal sicher selber. Und hoffen, dass wir möglichst kein Pokémon Center erwischen. Speichern, Spiel gesichert, lalala. Und dann schicken wir mal ganz kurz Smetbo an die Front. Achso, ist er bereits noch. Weil Pikachu können wir nicht mehr kämpfen lassen. Ja. Es ist zu fix und fertig dafür. Gott, Alter, wie sieht der aus wie im Irrgarten?
So, von da kommen wir, von links. Ach, genau. Oh, ein Item. Ash findet hier M4. Interessant. Hey Lady! Hast du heute auch schon was vor? Okay, hoch können wir nicht. Was? Gut, aber da hinten ist noch ein Weg. Vielleicht kommen wir hinten rum. Dann gehen wir mal hier runter. Gespeichert habe ich ja. Hier geht's noch weiter runter. Ach so, zu einer Wiese. Hm. Zu unserer Linken sehen Sie Wasser. Okay, da brauchen wir Surfer. So. Digga, geh halt aus dem Weg. Sehr schön. Schönen guten Tag. Ich kümmere mich um verletzte Pokémon. Ich habe dieses wieder warm gehalten und gepflegt. Es braucht einen guten Trainer, der für es. Was? Sorgt. Ja. Sorge dich nicht, meine holde Fraut. Fraut, klar. Willkommen im Pokémon Center. Sehr schön. Erstmal hier heilen. So, alle wieder topfit. Sehr schön. Kommen wir jetzt wieder vorbei. Gut, dann gucken wir erstmal, was dieses komische TM ist, was wir bekommen haben. TM4 ist Wirbelwind. Könnten wir rein theoretisch Taubsi beibringen? Die Frage ist, Taubsi dürfte Wirbelwind sogar schon haben. Ich guck mal ganz kurz. Windstoß. Ach egal, ich pack's trotzdem erstmal auf den PC. Alter! Warum stehen hier so viele Leute rum? Haben die keine Hobbys? PC von Ash. So, du hast Zugriff auf das Item-Lagerungssystem. Item ablegen und dann kommt das TM auf jeden Fall weg. Trank. Ne, lassen wir mal. Helix-Fossil können wir auch wegpacken. Auf keine Sau. Mann, weg da! So, easy. Bei diesem PC, da muss man immer drauf aufpassen, dass man dann da nicht zu oft A drückt. Da landet man immer irgendwo, wo man nicht hin möchte. Meistens in der Hölle. So, Pokémon sind gepflegt. Dann gucken wir uns mal hier ein bisschen in der Stadt um. Schönen guten Tag. Holdes Weib. Ich hätte gern ein rotes Fahrrad. Aber ich würde damit nicht fahren. Damit es nicht schmutzig wird. Ja klar, genauso wie die ganzen Leute, die sich immer für 10 Millionen Euro einen Sportwagen kaufen, nur damit es in der Garage vergammelt. Diese Logik dahinter immer. Ich verstehe das nicht. Hallo, willkommen im Fahrradladen. Wir haben garantiert das richtige Fahrrad für dich. Nein, oder garantiert nicht, weil 1 Million Euro ist definitiv nicht das richtige Fahrrad für mich. Unser bestes Fahrrad. Möchtest du es missen? Der Witz ist, 1 Million Yen. Kann man gar nicht bekommen, weil, guck mal hier auf meine Statusanzeige, unsere Statusanzeige hat für das Geld, was wir haben, gerade mal 6 Felder. Das heißt, das Maximum, was wir bekommen können, ist 999.999 Yen. Mit 1 Million Yen geht also gar nicht. Diese Arschlöcher. Das machen die mit Absicht. Ich mag die nicht mehr. So. Der Busch vor dem Laden steht im Weg. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Schätz mal, rüberspringen. Genau, da waren wir schon drinnen. Nur sehr begabte Trainer tragen Pokémon-Orden. Wie ich sehe, hast du bereits einen Orden verdient. Die Orden sind geheim umwoben. Also dann, über welchen der 8 Orden soll ich dir etwas erzählen? Am besten über den Orden zurück. Besuch mich, wann immer du möchtest. Okay, das ist eine seltsame Eigenschaft. Okay,
Okay, hier hinten gibt es gar nichts. Aber jeder, der bereits Doom gespielt hat, weiß, dass wenn es gar nichts gibt, dann ist das womöglich irgendwas, wo man versteckte Items finden. Sonderbonbon. Denn kann. Gut, ich glaube mal mehr als eins finden wir hier auch nicht. Aber. Nope. Schade eigentlich. So, darum geht's aus der Stadt raus. Oh, hier unten ist eine Arena. Das dürfte dann Mistys Arena sein. Azuria City, eine mysteriöse blaue Aura umgibt die, okay. Du bist auch ein Trainer. Zum Sammeln und zum Kämpfen ist nicht immer so leicht. Was? Wow. Hey, warte, du Champion in Spe, ich habe einen Tipp für dich. Misty, die Arena-Leiterin, genau, kämpft mit Wasser-Pokémon. Gut, dann haben wir hier mit Pikachu gute Chancen. Du kannst ihm das Wasser mit Pflanzen-Pokémon entziehen. Ja, gut. Aha. Egal, sein Pikachu reicht aus. Wir können doch einfach mal direkt versuchen, gegen die zu kämpfen. Feuer natürlich speichern. Und dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge, weil die Folge jetzt schon ganz Überlänge hat, machen wir dann mal den Kampf gegen Misty. Bis dann.